Hallo, herzlich willkommen bei einem Server-Ankündigungsvideo, ja, Server-News-Video. Ja, jetzt läuft langsam das Abonnement aus. Der Server wird wahrscheinlich dann nicht mehr erreichbar sein. Ich versuche heute noch die Daten, also vor allem die Welten vom Server zu nehmen, also vom Host zu nehmen und es so zu retten, aber ich habe momentan keine Möglichkeiten, irgendwas zu holen. Es ist minus 10 Grad jetzt in der Schweiz, also minus 8 sicher, und da können wir natürlich nicht den Berg runter. Und deshalb kann ich momentan keine Bezahlmöglichkeit nutzen. Also von mir kommt halt leider jetzt momentan nichts, also kein Geld, nichts. Da muss jemand anders vielleicht einspringen. Oder ich muss ihn selber hosten, den Server, und das geht, glaube ich, gar nicht, weil ja, ich einfach nicht die richtigen Rechte habe, zum Minecraft-Server offen zu halten. Also ja, der Client, die Server-Datei, die ladet bei mir, glaube ich, gar nicht richtig. Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich wegen dem Swisscom-Anbieter oder so, dass ich da nicht so einen Server aufrechthalten kann. Dann frisst er ja extrem viel Internet und CPU. Dann geht wahrscheinlich Livestream nicht mehr, oder ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich noch als Lösung habe. Ja, sage jetzt gerade blöd. Ich könnte sonst locker eine Passive Card holen oder so und den Server weiter bezahlen, aber das geht momentan nicht. Und deshalb, ja, ist das jetzt halt blöd für den Server. Auf jeden Fall plane ich natürlich weiter. Ich werde noch mehr Projekte machen, halt im Singleplayer oder halt mit Leute über Hamachi oder so. Vielleicht mal ein Modpack oder sonst irgendwas. Und auf jeden Fall tue ich die Dateien speichern, die ich alle rausholen kann aus dem FTP. Wird halt einen Tag oder so dauern. Das ist extrem langsam. Aber dann haben wir alles gespeichert. Ja. Ja, eventuell kann ich halt wirklich einen kleinen Server machen für Leute, die unbedingt noch weiterspielen wollen. Und ja. Ich bin leider sehr krank momentan, also ich habe nicht so viel Bock jetzt momentan zu livestreamen und ja, viel zu reden. Ich bin jetzt schon angeschlagen, also dass meine Stimme fast jetzt schon wieder schlecht wird, tut mir leid. Und ja, es ist einfach mir zu kalt. Ich habe die ganze Nacht gefroren, ich konnte kaum schlafen. Es ist einfach viel zu kalt, trotz Heizung. Ja, es ist seitdem mega schwach. Weil es nur eine tragbare Heizung ist. Wir haben überhaupt keine Heizung und kein Geld für nichts. Und das ist das Problem. Also eventuell kann halt jemand anders einspringen und da die Sachen machen. Aber eben von mir kann halt nicht so ein professioneller Server kommen oder alles, da ich auch nicht so erfahren bin und niemand mir halt helfen kann, oder? Alle ducken sich davor, weil sie es auch nicht. Weil die Leute halt alle schon ein bisschen Debris sind hier. Kann ich nichts machen, das ist halt die Einstellung der Menschen. Und ja, würde ja gerne allen ein bisschen fröhlich, ja, machen. Aber ich selber bin halt auch nicht mehr so fröhlich. Ich mache trotz Krankheit noch Sport, damit ich überhaupt noch genug fit bin und alles. Das geht halt schon sehr auf die Nerven, aber gut. Ja, deshalb kann ich jetzt heute, also ab jetzt halt leider keinen Server mehr anbieten. Außer eben, es kommt von jemand anders. Genex hat leider auch keinen Bock. Der hat aber Pixelmon und einen Modpack-Server, der dann nicht mehr weitermacht. Also nur noch Pixelmon. Und eventuell, wenn es mir wieder besser geht, mache ich dort weiter, aber ja, ich müsste Genix fragen, ob meine Sachen noch da sind und alles, sonst fange ich halt neu an. Und ja, bin mal gespannt.
Besser wollte ich auch noch Rundspiel, der Ryzen-Rundspiel selber in GTA Online, also GTA 5 spielen mit ihm. Habe es dann auch nicht mehr geschafft. Also ja, ich muss mich zuerst anmelden und so weiter. Und deshalb, ja, vielleicht WoW mal wieder ein bisschen bringen. Auch wenn kein richtiger Patch rausgekommen ist, nur so ein kleines Bugfixing für Gangangriffe, für Läden ausräumen. Ah, da sind Lamas. Endlich habe ich Lamas gefunden. Bringt mir schon nur herzlich wenig ohne Seil, ohne Leine. Aber immerhin weiß ich, wo jetzt Lamas sind. So. Gut. Ich werde an 1.13 Singleplayer Livestream Let's Play machen. Ich werde mehrere Spiele jetzt bald anfangen zu Livestreamen. Ihr dürft mir gerne dann im Livestream nochmal sagen, was ihr dazu meint oder hier in die Videokommentare. Und wenn ihr Lust habt, ja, dem Server zu helfen oder ja, einfach irgendwie ein bisschen Geld zu spenden oder so etwas, dann könnt ihr das gerne machen. Leider habe ich keinen Zugriff momentan auf TypeStream. Das müsst ihr dann eventuell mit einer PaySafe-Card oder einfach irgendwie aufladen per Spendenbutton bei meinem Ding Host machen. Ich habe das leider irgendwie gerade nicht zur Hand. Ich werde es mal in die Kommentare unten setzen, gell? Jo. Ja, mehr kann ich jetzt gerade auch nicht machen. Ich würde ja gerne euch immer wie mehr Spaß bereiten. Ich merke, den Spaß braucht ihr und ich kann ihn machen, aber nicht, also eben sehr begrenzt. Deshalb tut mir für alle leid. Ich werde eben die Welten und so schützen lassen. Auf meinem PC lagern, bis es dann weitergehen kann. Und ja, wir müssen jetzt halt einfach ein bisschen warten vielleicht. Oder jemand hat Lust. Aber eben, wer will schon ein bisschen Geld ausgeben für so ein großes Hobby? Ich weiß es, wie es ist. Jeder will einen Server, aber macht nichts, gibt kein Geld aus, weil er genau kein Geld hat. Gamer sind so arme Wesen. So pflichtbewusste arme Wesen, die keinen einzigen Support kriegen. Ja, bei mir wird ab hoffentlich alles besser. Also jetzt, wenn ich gesund bin, dann mache ich wieder sehr viel Sport. Gehe wieder täglich raus und das ist einfach, mir dann auch wieder besser geht. Ihr müsst halt auch ein bisschen weg vom Gaming, wenn es euch schlecht geht. Ein bisschen Bewegung haben und alles. Naja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, danke fürs Schauen und ja, nennt mir noch ein paar ja, Ideen, was ihr dann sehen wollt im Livestream. Und ja, dann viel Spaß, viel Glück und gute Besserung, wenn es euch auch schlecht geht. Also bei mir ist es gerade arschkalt, ich kann euch krank sein. Es ist so kalt. Das vergisst man meistens, wenn man so minus 8 Grad hört. Denkt man nicht gerade an extreme Kälte, an Schlotter. Ah. Ja, gut. Tschüss.